wieder in da drin. Hallo? Na, ihr miesen Türkenschwein. Muss denn da Kinder stehen, ja? Die drücken da wie die Blöden auf den Hilfeknopf, ja? Und da kommen die Bullen und die rennen, ja? Ich hätte ihn am liebsten in den Kopf geschossen, wirklich, ja? Wenn ich sowas sehe, die hätte ihn am liebsten in den Schädel gespalten. Die Drecksäule, die verpissten Arschlöcher, die sind Arschlöcher. Aber du hättest doch vorher mit ihnen reden können und nicht gleich so reagieren wie jetzt. Aber naja, ist egal. Das war zum Beispiel so ein ignorantes Arschloch, aber ist egal. Hallo? Ich habe eine Frage. Okay. Und zwar wollte ich mal fragen, wer von den Zuschauern am meisten bieten würde für einen toten Türken? Töte die Türken! Ja! Was bieten? Verstehe ich jetzt nicht. Bieten. Was heißt das? Bieten, Optionen. Ach, bieten? Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, ich habe kein Vorurteil, aber... Das glaube ich nicht. Du bist ein scheiß Türke, du Arschkind! Erstens glaube ich nicht, dass du kein Vorurteil hast, das hat glaube fast jeder. Zum Beispiel durch solche Aktionen, die du jetzt machst. Hallo? Unterdrücken. Ja, ja. Ich wollte nochmal Adolf gratulieren gestern, ne? Wollte ich nochmal gratulieren, ne? Ja, und sonst Türken. Ja, und ich auch! Ja, ihr miesen Türken hier! Was da mit euch? Was guckst du noch, Blöde? Hast du mal in den Spiegel geguckt und dich selbst gehasst? Ja, hallo? Wollen wir bitte einen konstruktiven Beitrag haben? Nimm doch mal ab. Ja, der ist konstruktiv! Türken raus! Türken raus! Ja! Nein, der mal so oft. Der hat ein Handy oder so. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Ich wollte jetzt... Also, ich würde... jemanden hier wirklich und... Hast du schon mal überlegt, dir selbst ein Ende zu bereiten? Dann bist du dann dran. Dein Leben hat keinen Sinn. Glaub mir das. Ja, hallo? 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 Ich hab eine Frage. Der da rechts, der hat ja einen Pullover an. Was steht denn da drauf? Gegen Türken oder was? Gegen Türken, oder? Sag jetzt los! Türken raus! Los! Was? Ja, Türken? Ja! Nee, Nazis nicht! Nee, Türken! Türken raus! Ja! Hey, du musst Schmerzer sprechen. Genau, das hab ich vorhin gemeint, dass es immer andere Gedankengänge und Wege gibt. Wer ist denn da? Ja, eure Sendung ist richtig geil. Trotzdem, Türken raus! Glaub halt Hellersdorf und halt mal Zahnguck zu oder so. Hä? Nein, das war zum Beispiel auch ein Klischee. Das war zum Beispiel auch ein Klischee. Hörst du mich? Ja. Ah, gut, okay. So, erstmal wollte ich mal zu den Ostpocken sagen, die da die ganze Zeit anrufen. Dass die ganz schön weich in der Birne sind und dass sie nur mit so Sachen, also wenn die heute hier eine Sendung, das hätte gar nicht passieren können. Und ich würde auch sagen, dass man diesen Todestag von diesen Schweine, Fatzen, Dreck, Sau, entschuldige meine Redensweise, aber was anderes fällt mir noch nicht ein, zu diesen Hurensohn, so, dass man diesen Todestag feiern sollte. So dermaßen feiern sollte, weiß ich nicht, Sekt und Champagner verteilen, weil die Sau kapiert ist. Okay? Okay. Das ist doch ein gutes Schlusswort, ja. Oder? Naja, gut. Und für die Nazis, Fingermarsch, ihr Hurensöhne. Wir machen jetzt mal eine Musikpop. Ausländer, der davor angerufen hat. Wir wissen nicht, ob er Ausländer war, oder? Hat er dir gesagt? Das war ein Ausländer, ja. Na, woher willst du denn wissen? Also, hört mal, so ein Akzent hat nur ein Ausländer. Na, woher willst du wissen? Wollen wir jetzt diskutieren, ob das einer war? Das ist einer. Nein, aber woher willst du denn wissen, dass nur Ausländer so einen Akzent haben? Na, das wären sonst, wir Deutsche nicht. Außerdem möchte ich mich über den beschweren. Na, was willst du denn sagen? Na, wie kann der jetzt mal, ohne dass er gleich wieder auflegt, Adolf Hitler hier beleidigen? Na, kann er doch oder nicht? Darf halt nicht? Ja, das ist ja genauso ein Vorurteil und Klischee-Scheiße. Wieso? Ja. Also, jetzt so, wieso? Ja, er sagt, er stößt an darauf, dass er da gestorben ist. Hm? Ja? Und der Hurensohn und alles sowas. Ja, und weiter. Aber welches Recht nimmt sich ein Ausländer raus, Adolf Hitler zu beleidigen? Ja, und nee. Ja, was, welches Recht hat dieser Mann? Na, wisst du doch nicht, vielleicht hat er persönliche Erfahrung. Mit ihm. Ja, seine Eltern vielleicht, also die Eltern von ihm. Also, Ausländer müssen drin bleiben, weil die müssen unsere Straße pflastern, ne? Was hat er gesagt? Ich hab jetzt nicht. Na, willst du jetzt noch was Vernünftiges sagen? Vernünftiges haben wir. Hier war ja schon lange geziegelt. Hallo, hier ist Pavel. Ja, also ich wollte mal fragen, warum lasst ihr denn hier die ganzen Türkenliebhaber so lange quatschen? Das ist ja furchtbar, ihr diskutiert viel zu lange mit denen. Wisst ihr, was ich ihm sagen will? Erzähl. So, ja. Vorurteile. Also ich finde, hier hat vorhin so ein Typ angerufen, der war unheimlich dufte, den fand ich unheimlich cool. Der hat gesagt,
der erstmal den Adolf in Schutz hier genommen hat. Gut, das ist Ansichtssache, weiß ich nicht genau. Aber er hat gesagt, hier mit den Ausländern und so, dass die hier sind zum Strafen machen und Bordsteinen. Da weiß ich nicht, da muss ich ihm recht geben. Aber ich finde, man sollte die Türken nur die Scheiße wegmachen lassen auf den Straßen, weißt du? Und Türken raus und weg mit dem Dreck. Und morgen pünktlich 15 Uhr Kudamm, hauen wir allen Türken vor der Fresse und töten sie alle. Morgen am Wasserklopf. Ey, und 15 Uhr, Türken raus! Und wie kommst du jetzt auf. Warte, wie kommst du jetzt? Wie ja, kommst, ich bin nachher. So. Ja, weil wir sie töten müssen. Sag's mal deine Adresse an. Ja, das ist die Bleibtreustraße 44A. Nee, nicht, wo du dich treffen willst, wo du wohnst. Na, am Wasserklopf, hat gesagt, kannst du dich hören. Wieso hat. Suchen wir doch ein paar Leute hin? Sag mal. Nee. Ey, sag mal kurz ruhig. Tschüss, Türken ist, raus! Ist jetzt bei dir der Spruch, nee. Spruch Türken raus ein Klischee oder ein Vorurteil? Das ist eine Einstellung. Die muss getötet werden. Tschüss! Ja, und das ist jetzt, wie wir vorhin diskutiert haben, ein Klischee sozusagen bei dir, die Lebenseinstellung, oder? Nee, Türken raus! Kannst du auch noch was anderes sagen, bitte? Nee, Türken raus! Wenn er nicht diskutieren will. Ich dachte, er kann diskutieren. Ja, hallo? Ja, guten Tag, ich wollte noch was zum Thema sagen. Okay. Also, nochmal zu dem Vorurteil auch gegen diese vielen, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal bei Neukölln, ja. Kennt ihr die Karl-Marx-Straße? Ja, hallo? Hey, hallo, Alter, hier ist Ahmed, Alter. Hallo, ich grüße euch, Alter. Hier rufen ein Haufen Idioten an, das ist nicht normal, Alter. Und diese, Alter... Voll normal, Tom Gerhardt-Imitation, ne? Was, Alter? Du kannst dich auch... Alter, ich bin Murat. Ich bin Türke. Nee, scheiße, Araber bin ich, scheiße, Alter. ich wollte sagen, Alter, wollt ihr mich mit mir anlegen, Alter? Ich hol meine Brüder, Alter. Ey, lach ich oder was? Deine Brüder sind ungefähr 999.999.999.000. Ja, so. Ja, hallo? Ja, hallo, ich wollte mal sagen, also tolles Thema erstmal. Und dann wollte ich noch sagen, das ist ein bisschen unfair hier, was gegen die Ausländer und so gesagt wird. Und allen Türken sollte man halt einen hölzernen, fahlen Schädel rammen und euch sollte man auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Jo, tschüss. Ja, auf dem Scheißhaufen? Scheiterhaufen. Der Teig auch verstanden, ne? Ja, hallo? Ja, hallo, hier ist der Frank. Ich wollte nochmal ein gutes Schlusswort. Das ist ja furchtbar. Wir stimmen nicht mit dem davor überein. Was? Wir stimmen nicht mit dem davor überein. Ja, ist ja kein Problem. Ich wollte aber nochmal ein gutes Schlusswort hier für eure Sendung sagen. Und zwar, Leute, lasst uns nicht ewig rumlangweilen. Lasst uns die Türken zerteilen. Ich hab eine Frage. War der schon mal da? Also ich wollte mal wissen, ob wie viele doppelt dran waren von diesen Leuten. Hallo. Das würde ich mal interessieren. Ja, guten Tag. War eben wieder mal sehr niveauvoll. Daraus? Ja. Dass ja, sie recht haben. Daraus, dass... ein Körnchen Wahrheit, oder was? Dass wir mal die Neutronenbombe ausprobieren sollten auf Kreuzberg. Verstehst du? Ja, gut. Also, ciao. Aber und wenn ich da mal Musik, wir machen jetzt Musik. Pass auf, hört mal die bitte schien noch an. Boss-Cops. Atomkraft und, also Gegner und... Umweltzerstörung allgemein. Gutes Thema wäre auch Atomkraft aus toten Türken. Ciao. Sagt, der hat sich nur gestellt. Also stimmt, nur die Gleich haben, oder sind die alle doppelt? Ja, das war doch der davor, Mann. Ja. Du wolltest plötzlich zu ihm, stimmt's? Wer bist du? Du? Hallo? Ja? Tag. Ja, hallo. Also, wo ich eure Sendung gesehen habe, war ich erst gedacht, der rechte ist scheiße. Aber dann habe ich wohl gesehen, der linke ist auch scheiße und irgendwie seid ihr der absolute Vögel der Nacht. Nee, der rechte ist scheiße und jetzt bin ich scheiße. Ab der Nacht, ja. Ey, was? Ich würde sehr gerne ein paar Türken töten. Tja, wenn du es kannst, viel Spaß. Na gut, Idioten hin, Idioten her. Idioten gibt es immer mehr, aber was soll's. Wir machen das weiter mit ein bisschen Musik. Dann könnt ihr anrufen unter der Telefonnummer 465 20 bis 14.